Sag die Wahrheit. Sag danke, Ursula Cantieni. Wissen wir das? Gut, schaut ihr aus? Ja. Kommt doch bitte mal zu mir, so. Udo, Pierre, Kim. Also, das läuft jetzt so. Annotation bitte auch bis zum Schluss. Wir machen jetzt zusammen ein Bild. Okay. Und zwar für die Ursula. Wollen wir ein Abschiedsbild kreieren? Ein Werk. Das Udo, du darfst nachher gleich was schreiben. Also bereite schon mal deinen linguistischen Hippocampus vor, bitte. Und Kim, du darfst nachher gleich etwas zur Zukunft von Ursula malen. Etwas, das sie freuen lässt auf die Zukunft. Weil ich meine, dass sie jetzt nicht in ein tiefes Loch fällt, oder? Müssen wir ihr eine Perspektive geben. Du wirst das dann mit der falschen Hand malen, oh. Ja? Ohne auf die Leinwand zu schauen, weil sonst wäre ja zu einfach, oder? Was ist denn hier los? Was ich? Ich kriege jetzt die Augen ausgestochen und und du? Also machst eine Flasche Whisky exen. Ja, bei dir ist easy, weil das mit der Whiskyflasche würde ich machen übrigens. Also, was soll ich denn schreiben? Du schreibst oben groß hin, sag die Wahrheit. Okay, das kann ich. Du, liebe Kim, du machst hier Berge. Berge von Geld. Das ist die Zukunft. Berge. Mit der linken Hand. Ja, ganz genau. Ja. Und jetzt haben wir noch eine letzte Aufgabe, weil es geht ja auch ein bisschen darum. Was hat die Ursula ein Leben lang verfolgt? Begleitet? Ein Stalker? Nein. Ist das? Nein, du darfst gleich beidhändig noch ergänzend die Kamera malen. Die war ja auch immer dabei. Nee, klar, ich mach was ganz Einfaches. Ich mal eine Kamera. Achso, fest. Gut. Ist okay. Ist okay, wenn ich noch eine sixtinische Kapelle dazu zeichne, weil es ist. Schau mal, ich hab die da eigentlich an. Wir kleben da eine Vorlage drauf. Also, ich positioniere euch gleich. Pierre, sie ist jetzt quasi dein Vorbild. Das ist sie sowieso. Gut. Also, los geht's. Alle bitte an die Tafel. Kann es sein, dass es völlig unnötig ist, dass wir diese Anzüge anhaben, sondern nur zu unserer Demütigung? Nein, das ist nicht die ganze Zeit nach. Wie? Schön. Ich mal jetzt eine Kamera. Alter, was ist denn da? Ah! Kim malt die Börsenkurse. Bleib dran. Aber hier, der Pierre zeigt doch ein bisschen ausarbeiten. Das ist schließlich, ich denke, es ist für Ursula wirklich eine Erinnerung für die nächsten Jahre. Will ich's ja nicht. Wahrscheinlich wollte es, die Kamera hat Licht. Ja, dann kommt das. Beidhändig. Ich schreibe das mein mal Stift schnell. Tropft. Das darf er. Okay. Ja. Lass doch mal ein bisschen das Bild sehen hier, Mensch. Ja, steh mal ab und zu zur Seite und dann so, gleich wieder rein in den Prozess. Dranbleiben, rein in den Prozess. Ja, nicht und wieder Maß nehmen. Auch ein bisschen fühlen. Ihr müsst okay, wirklich, okay. Ja. Okay, und jetzt gebe ich alles ich auf. Ich fühle die Kamera. Komm mal, steh mal bitte zur Seite. Ja, 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 wir wollen ja, das Berg jetzt mal kurz der Ursula zeigen. Geht mal zur Seite. Ja, Ursula. Also perspektivisch ganz interessant. Smudo hat es noch absolut drauf. Oh, jetzt kommt noch eine andere Farbe. Ich fühle es. Ja, aber tut dich alles zudecken! Verdammt nochmal! Ah! Wow. Sollte man zur Seite stehen? Nein, ich sehe es! Sensationell! Nein! Oh nein! Oh nein! Wow. Das ist aber geil, oder? Ah. Wie kleiner das Scherz. Zum Vorschein kam. Ihr habt natürlich die Vorarbeit geleistet. Ja, ohne uns wäre das ja nie so gut geworden. Ja. Ja. Das war wirklich cool toll mit euch. Vielen Dank, dass ihr euch drauf eingelassen habt. So, dann wollen wir doch noch mal. Also es war wirklich ein Spitzschuh, aber offenbar deswegen. Ja. Corinne? Mehmet, wie ging noch mal der Schrei? Kommen wir noch? Ja! Ja! Alles danke. Danke. So, Ursula. Es war ein Fest. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Sag die Wahrheit. Ciao und tschüss.